Es wird Zeit, Bowser in den Arsch zu treten, hier bei Super Mario Galaxy 2. Wir sind fertig mit Welt 4 und werden uns ihm nun stellen. Jawohl. Bowsers Schwerkraftsparcours. Bowsers Schwerkraftschlamassel. Ja. Oh Gott. Timer wieder nicht gestellt. Danke schön, dass mich mein Handy erinnert. Los geht's. Die Musik episch. Mario 64 ist das natürlich. Ich bin jetzt ganz vorsichtig. Ich will hier nicht unbedingt verkacken. Achtung! Oh, die Sternmünze war relativ easy, das freut mich. Oh, verdammt. Okay. Boah, Alter, was macht der für ein dreckige Weitsprung hier? Du, Wasser? Feuer unter Wasser, wirklich? Naja, das hat Nintendo ja schon immer gemacht. Toll. Es gibt ein verdammtes Up dafür. Wir schwimmen um dein Leben. Wir werden uns also gleich erneut Bowser stellen müssen. Mal gucken, was er diesmal parat hat. Ich kann euch schon verraten, es ist nicht besonders viel. Oh! Wenn ich jetzt nicht gesprungen wäre, Freunde, dann wäre es tot gewesen. Noch mehr Wumms, der merkt ihr anscheinend. Die kamen nämlich bisher noch überhaupt nicht im Spiel vor. Und sie werden es auch nur ein weiteres Mal noch tun. Ach, fick. Oh, jetzt habe ich mich gerade kurz erschreckt und jetzt. Ah! Alter, was ist denn hier los? Oh, Sternring. So, ich hoffe natürlich, dass es hier wieder einen Maxi-Pilz gibt. Nein. Bitte. Ja. Auf geht's. Auf zu Bowser. So. Treten wir ihm gegenüber. Da sind wir also wieder, mein Freund. Hä? Niemand da? Hallo? Alles clean? Oder vielleicht auch nicht? Oh mein Gott! Du hier? Nun gut. Immerhin bist du mein Erzfeind. Das ergibt natürlich dann Sinn und so weiter, weißt du. Naja, aber bisher noch nicht weiter, Mario. Ich werde dich jetzt zu Sternstaub zermalmen. Holy Jesus Christ. Ich verstehe auch nicht, wie Bowser immer auf dem Abgrund stehen kann. Habt ihr das gerade schon mal bemerkt? Ja, es ist derselbe Bossfight, wie sonst auch. Nur mit einer Schockwelle. Mehr hat er nicht dazugelernt, tatsächlich. Ich, um ehrlich zu sein, finde das eine super schwache Idee von Nintendo. Sollen sie gleich noch einen Bossfight machen mit Bowser? Oh, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Das war gut gemacht von ihm. Hä? Was? Was war das? Alter, der ist gegen seinen Panzer geflogen und abgeprallt. Warum? Es landen aber nur zwei Kometen, dass der ganze Planet aussieht wie der Mickey Mouse.
Jetzt aber. Stirb! Boah, voll in die Fresse, Alter. Diese riesige, große, hässliche Fresse. Okay, war nicht so gemeint, Mann. Wow. Bam. Oh my God. Achtung, er geht jetzt richtig ab, denn jetzt kommen wir jetzt in der Feuerpassage. Heiliger. Die Musik ist einfach zu geil. Bam. Help me. Oh, sweet Lord Jesus. Hilfe. Oh mein Gott. Er hat auf jeden Fall ein wenig dazugelernt, aber bis auf das mit den Druckwellen ist ja nichts neu eigentlich. Und jetzt geht er verrecken. Was? Wie konntest du? Aber warte nur, Dummerchen. Du hältst mich nicht auf. Mein Plan ist schon zu weit vorgeschritten. Der zweite große Stern. Yay! Der vierte große Stern übrigens. Ich habe mich versprochen. Bam. Und wir haben einen großen Stern erhalten. Und können jetzt in Welt nach Welt 5. Zu Welt 5, keine Ahnung. Bam. Weltentor. Und der 65. Powerstern, die 27. Kometenmünze. Und noch ganz viel anderer Fälle, Fatz. Du hast es geschafft. Das war der vierte große Stern. Ein weiterer Kampf gegen den da? Ist er etwas stärker geworden? Du siehst ein wenig erschöpft aus. Wir müssen den Unhold unbedingt aufhalten, bevor er noch mehr Kraft gewinnt. Also, machen wir weiter. Ich sag mal, alle Mann an Bord und Leinen los, Steuermann. Welt 5. Eine Welt ohne viele Galaxien. Na doch, es gibt schon eine Menge. Oh, dieser Ort sieht aber ziemlich gut bewacht aus. Es könnte ein Hinweis darauf sein, dass wir uns der feindlichen Heimatbasis nähern. Die Bösewichte erwarten uns mit Sicherheit schon, aber du schaffst das, Steuermann. So, und wie ihr gleich sehen werdet auf der Weltenkarte, wir sind jetzt in Welt 5. Und da seht ihr schon, da hinten ist die letzte Welt, rot, und da geht's auch nicht mehr weiter. Fast haben wir es geschafft, obwohl wir gerade mal die Hälfte der Powersterne haben. So, als nächstes kämen die Raumwirbelgalaxie. Ich werde allerdings erstmal ein paar Sternteile einlagern gehen, sobald ich auch nochmal meine Uhr geklärt habe. Oh, wir haben noch über die Hälfte, das ist nicht gut. Ich habe nämlich überhaupt keine Lust mehr gerade. Na schön. Oh, jetzt gibt er uns 9. Dankeschön. Ja, wäre cool, wenn wir noch für den Gomelo mal dann was zusammenkriegen würden. Ja, fehlt ja nicht mehr viel. Bam, 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 bam. So, Raumwirbel, Galaxie. Der hochspannende Hindernisparcours. Jawohl. Okay, machen wir das.
machen wir das eben. Okay, Moment. Alles klar. Kometenmünze müsste auch direkt auf dem Planeten hier sein. Es gibt hier aber, glaube ich, gar keinen Kometen. Denn es wird hier ein anderes Ereignis geben. Oh nein! Oh nein! LOL! 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 Oh, okay. Das war mein Fehler. Wir müssen die Kometenmünze jetzt irgendwo finden. Oh! Da, da! Nein! Oh, scheiße. Jetzt dürfen wir es nicht versauen. Bau, bau, bau. Du. Du, du, du. Oh, nein! Luigi will auch wieder. Was willst du? Du verballert hier meine ganzen Sternteile. Wieso? Ach, weil man das mit A macht. Oh. Meine hart verdienten Sternteile, ganz ehrlich. Leck mich. Kann ich auch wieder getrost vergessen. Er merkt, dass ich ein wenig angespannt bin. Bin mir ganz sicher, dass wir mit dem Gourmet-Luma in Welt 4, wo wir jetzt nur noch 50 Sternteile verbrauchen, die Sternteil-Farm-Galaxie freischalten. Deswegen freut mich das auch. Oh! Nein! Ah. Na komm, jetzt haben wir es wenigstens geschafft. Durch den ersten Teil. Das ist auch nicht besonders schwer. Komm her, Bob-omb. Lauf hinter mir her. Bam! So, keine Sorge, es kommt kein Bossfight. Falls ihr das jetzt denkt. Weg hier! Oh, da sind sie gleich, die 80. Gleich geschafft. So, jetzt haben wir hier diese Viecher wieder. Die hatten wir ja bisher auch noch nicht. Die aus dem ersten Teil. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Nein! Oh, sei Dank. Holy Jesus Christ! Wow, Jesus. Okay. Geschafft. Ah, bam, bam. Da-da-da-dam. So. Haben wir genug Sternenteile? Das ist jetzt die Frage. Oh, und wir haben die gesamte Welt schon freigeschaltet. Also das ist das Gute für die, die einfach nur durchrushen. Oh nein. Die haben es hier in Welt 5 einfach. Wir müssen nur einen einzigen Stern machen, wenn sie vorher schon genug haben. So, ja, das sieht gut aus. Dann wollen wir mal den Gourmet-Luma an Bord holen.
Was zum? Jetzt hat er schon wieder Google Chrome geöffnet. Wieso? Ich mach doch nichts. Mann. Gut, Gomeluma, Welt 4. Wir werden jetzt natürlich noch keinen Kometen machen hier. Ich bin auch nicht blöd. Denn jetzt kommt, glaube ich, erstmal die Sternteilfarm-Galaxie. Ja, da freue ich mich. Ein Gomeluma. Hallöchen, Kollege. So, bloß nicht daneben schießen. Ich gebe dir nichts mehr. Mann, schon letzten Sternteile. Oh, und alle bewegen sich außer Mario. Cool. Und das ist sie, oder? Ist es sie? Ist sie es? Ja, oh, das ist sie. Hat was mit Yoshi zu tun. Eine recht geile Galaxie, bei der man 80 Sternteile umsonst kriegt. Und wisst ihr was? Wir haben noch ein paar Minütchen. Da gehen wir gleich mal in die Galaxie hinein, nachdem wir eben geguckt haben, ob hier vielleicht noch die Kometen aufgetaucht sind. Jo, sind sie. Zumindest hier. Ja, dann tut es mir sehr leid. Machen wir. Bowser Juniors Angstarmada. Dann können wir diese Galaxie nicht mehr machen. Ich möchte schon die Welt rein Folge nach abschließen, deswegen ja. Machen wir den hier noch eben. Risikokomet. Oh. Ach, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Auch wenn das Ding hier easy ist. Auf einen Risikokometen habe ich überhaupt keine Lust. So, erstmal die nächsten Sternteile schon mal farmen für den nächsten Gomeluma. Ach, halt's Maul. Ja, das kann ich jetzt nicht wegdrücken, oder wie? Oh, muss ich mir das Gelaber nochmal anhören. Mann, ja, wir wissen, dass du einen geilen Roboter hast. Risikokometen kotzen mega an. Perfekt. Direkt noch ein Leben was? Ja. Perfekt, Junge. Perfekt. Okay, Sternring. Verschwinden. Auf Rotten zielen. Treffen. Perfekt. Ja. Ich liebe das, wenn er das macht. Und tot. Naja, noch nicht ganz. So, ach, der fünfte Boss war übrigens gegen Bowser Jr., der dritte. Der wird nochmal so richtig easy, also freut euch drauf. Bam! So, sein letztes Live, das werden wir ja wohl auch noch hinkriegen. So, den spucken wir ganz schnell weg. Interessiert uns nicht. Der hier ist wichtig. Yes! Ciao, Kollege. Cool. Haben wir es noch geschafft, rechtzeitig. Na dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei Mario Galaxy 2. Ich bin Nice Gaming und das war's. Ciao, ciao.